ich zeige euch heute den Inkelungen von Ashford und wie man ihn zum Brettchenweben schert. Mit Brettchen. Eigentlich ist er ja ein Bandwebstuhl, wo eine Anleitung dabei ist zum Lizenweben. Und deshalb hat er hier auch den Holm. Wer genau hinguckt und sich den von Ashford, den Inkelungen eigentlich schon kennt, der kennt den normalerweise hier oben mit diesem Schwenkarm als Spannungsregler. Das ganz neue Modell hat jetzt hier vorne einen Spannungsregler, der sich hin und her schieben lässt, was ich persönlich auch schöner finde. Das ist jetzt ganz neu auf dem Markt, hat auch die kleine Inklette, genauso mit diesem Schieberegler ab sofort. So, der ist hier vorne festgemacht mit der Klammer. Das Ding hier ignoriert er, das ist nur eine Filzunterlage, damit ich mir mal meinen Tisch nicht kaputt mache. Das ist hier richtig schön festgemacht. Hier vorne ist eine kleine Schraube dran und da er ja normalerweise zum Band, also zum Litzenweben gemacht worden ist, gibt es hier diesen Holm, den brauchen wir zum Brettchenweben nicht. Stattdessen haben wir unsere Brettchen, weil man hier nur die Litzen mitmacht mit den Dingern. Also den vergesst ihr, alle anderen könnt ihr benutzen. Dazu habt ihr das Schiffchen, was kommt. Die paar Brettchen sind nicht mit dabei im Lieferumfang. Also die müsstet ihr euch zusätzlich besorgen, weil der ja halt zum Lizenweben eigentlich gemacht ist. Und ich zeige euch Bandweben. Und zwar zeige ich euch Bandweben mit dem Widderhornmuster. Das heißt, es ist ein Einzugsmuster. Und ich werde euch zeigen, wie man das macht. Ihr findet das Muster unter www.flinkhand.de. Den Link schreibe ich auch nochmal runter. Brettchenweben, Muster, da stehen die Einzugsmuster und das Widderhornmuster ist dabei. Das wird in zwei Päckchen geschert und deshalb habe ich zwei Farben dabei. So, 24 Brettchen brauchen wir. Ich habe als Garn das Online-Filetta-Garn in drei Farben. Ich nehme mal gerne sehr schön kontrastierende Farben, also was ganz Helles dazwischen oder was ganz Dunkles dazwischen. Und habe jetzt diesmal einfach Kardinal, Dunkelblau und Creme. Die finde ich ganz schön in der Kombination und nehme die jetzt mal. So. Dann fangen wir an. Ich fange an mit dem äußersten Brettchen, das ich in S-Stellung schere. Ich lege mir das hier unten auf den Boden, mein Baumwollgarn. Nehme mir mein erstes Brettchen. Mein erstes Brettchen ist eins, das in dem dunklen Paket ist. Das muss S geschert werden und deshalb, ich stehe jetzt hier genauso davor, als würde ich weben und ein S macht diese Form, während ein Z diese Form macht. Das ist der Unterschied zwischen S und Z. Da gibt es ein separates Video zu. Und dementsprechend packe ich mein Brettchen von hinten nach vorne, schiebe ich das durch das Loch. Ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. Also von mir aus gesehen von links nach rechts, weil das ja in S geschert werden soll. Ich lege das mal hier rüber, damit man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Und mein allererstes Brettchen, meinen allerersten Faden, da mache ich einfach so einen Schlaufenknoten dran, vielleicht ein bisschen größer, aber möglichst locker knoten, nicht zu fest knoten. Und dann mache ich den hier unten, lege ich den hier unten auf den Holm. Diese Schraube erfüllt den gleichen Zweck, man kann das auch da vorne festmachen, aber bei mir ist das halt Gewohnheit, dass ich das so mache. So, was wichtig ist, ist, ich gehe mal auf die andere Seite, dass wir jetzt den Faden laufen lassen. Und zwar lege ich den hier rüber. Man kann den, also auf jeden Fall muss er hier rüber über den Spannungsregler danach. Das ist ganz wichtig. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, was ihr machen wollt. Wenn ihr ein längeres Band machen wollt, dann macht ihr das so. Also über alle Holme und hier hinten geht er dann wieder nach vorne. Damit habt ihr ihn dann also auf der kompletten Länge geschert und geht dann hier wieder nach vorne. Das ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu lang. Ihr könnt also ab hier variieren. Ich nehme das mal wieder raus. Ich möchte das jetzt nur so machen, weil ich es jetzt nur zum Zeigen mache. Und dann geht er hier wieder nach vorne. Jetzt gehe ich wieder auf die andere Seite. Und hier vorne müsst ihr den Faden abschneiden, weil ihr müsst ja wieder durch das Brettchen durch. Was ich immer gerne mache, was bei dem auch wunderbar geht, ich schiebe meinen Faden hier unter den Fuß, lasse mir hier ein bisschen Platz und schneide den hier ab. Alle Brettchen werden immer in der gleichen Art und Weise geschert, also alle S oder alle Z. Wie rum ihr das macht, ist bei diesem ersten Brettchen egal, weil die alle dunkelblau werden. Das ist dann egal, wie rum man das macht.
Ich habe jetzt hier den zweiten Faden durchgezogen, nehme mir jetzt den hier wieder raus, löse den wieder von der Spannung und knote den hier an. Und gucke, dass der Knoten möglichst hier vorne ist. Mach einfach so einen ganz normalen Knoten rein. Also nehme beide und mach einen ganz normalen Knoten rein. Das wird nicht immer hundertprozentig sein. Manchmal ist der Faden noch ein bisschen weiter oben. Aber das macht nichts. So, jetzt habe ich mein zweites Brettchen hier geschert. Und jetzt geht das wieder los. Wieder genau in der Art und Weise. Einmal hier hinten rüber, hier vorne rüber, unten durch. Hier vorne rüber und wieder nach oben und nach unten. Immer natürlich genau den gleichen Weg nehmen, ist ja klar. Und jetzt bin ich wieder hier vorne. Klemm den hier wieder ein, schneid ihn ab. Das ist natürlich toll, wenn man eine Schere nimmt, die nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Vielleicht geht es auch mit der anderen Hand besser. So, und jetzt mache ich weiter. Nächstes Brettchen. Gucken, dass ich das wieder genau in die richtige Richtung mache. Und genau das ist jetzt nämlich falsch. Also ich muss ja von der anderen Seite kommen, weil ich ja den Knoten hier vorne machen will. So. Nehme mir jetzt wieder meinen Faden von der Reihe davor, also von der Runde davor. Mache wieder einen Knoten. Es gibt später auch noch ein Video zum Endloseinzug. Das hier ist jetzt nur der Einzug Brettchen für Brettchen. Weil das ein Einzugsmuster ist und weil da alle Brettchen ein bisschen anders geschert werden. Da gibt es dann halt unterschiedliche Farbkombinationen. Genauso wie es halt bei dem Muster auch ist. Hier muss ich lang. Dann gehe ich hier wieder nach vorne und klemme es hier wieder ein. So, also das mache ich jetzt die ganze Zeit so weiter. Jetzt kommt hier mein viertes Loch in dem Brettchen und danach nehme ich dann mein nächstes Brettchen mit der nächsten Farbe vom Muster. Wenn ihr da richtig folgen wollt, dann ist es gut, wenn ihr euch, wie gesagt, einfach mal den Musterbrief auch runterladet. Dann könnt ihr genau sehen, welche Farben wohin müssen. Und das ist jetzt so der erste Schritt. Das mache ich jetzt mit allen 24 Brettchen, wobei ich immer, wenn sich das Paket ändert, weil der ja in zwei Päckchen gemacht wird, dazu sage ich auch später noch was, die dunklen ins dunkle Paket und die hellen ins helle Paket. Also da muss man immer gucken, welches Brettchen hat welche Farbe. Man könnte das auch einfarbig machen, aber es ist einfacher, wenn man es zweifarbig macht. Dazu sage ich später noch was. Und dann geht das hier weiter. So, ich mache jetzt hier weiter. Immer weiter und dann im zweiten Video zeige ich euch dann, wie das Ende funktioniert und wie man sich dann ein bisschen sortiert.